Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den ORF3 Künstlergesprächen aus Grafeneck in Niederösterreich. Und mein heutiger Gast ist Kinderbuchautor Thomas Breziner. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Herr Breziner, ich habe gelesen, dass bei Ihnen oft erst der Titel da ist, eine Geschichte, und dann folgt erst die Geschichte. Wir sind hier in Grafeneck in einem wunderschönen Schloss. Fällt Ihnen spontan ein Titel dazu ein, ohne dass Spuk drin vorkommt? Ohne dass Spuk drin vorkommt? bei Schloss... bei Schloss, da gibt es auch ein Schlossgraben, sehe ich. Also ich würde sofort etwas machen, die geheime Tür im Schlossgraben oder so etwas. Was macht denn einen guten Buchtitel zu einem guten Buchtitel, die geheime Tür im Schlossgraben? Was macht's aus? Das Fragezeichen dahinter, weil jeder sich sofort fragt, ja, und was ist dahinter? Mhm. Und warum ist sie im Schlossgraben? Weil der war früher mit Wasser gefüllt, also muss die unter Wasser gewesen sein. Was kann das sein? Neugierig muss man machen. Jetzt sind Sie ja, man kann schon sagen, hauptberuflich eigentlich gar nicht so sehr Kinderbuchautor, sondern mehr Idol. Ich glaube, es gibt in Österreich keinen Autor, keine Autorin, die mehr Emotionen auslöst wie Sie, und zwar im positiven Sinn. Sehen Sie das selber eigentlich auch so, oder hat man da, wenn man selbst ist, einen anderen Blickwinkel darauf? Also es ist so, ich bin unendlich dankbar für all das, was da auf mich zukommt. Das sehe ich natürlich, und dass heute so viele mittlerweile erwachsene Menschen mir erzählen, was meine Bücher in ihrer Kindheit für sie bedeutet haben, das berührt mich ungeheuerlich. Gleichzeitig halte ich es für eine der wichtigsten Aufgaben, immer am Boden zu bleiben. Mhm. Das habe ich auch gelernt. Und sich immer auf das zu konzentrieren, was das Wesentliche ist. Ich bin ein Geschichtenerzähler, mhm, und ich will weiter Geschichten erzählen. Und mein Ziel ist es, weiter Menschen, ganz egal ob Kinder oder Erwachsene, damit zu berühren. Wenn man jetzt Artikel über Sie liest in der Zeitung, dann sind das alles eigentlich Artikel, die im Superlativ geschrieben sind. Das sind 550 Bücher, die Sie in Ihrem Leben geschrieben haben, die sich 70 Millionen Mal verkauft haben. Dazu kommen noch 300 Hörbücher und ganz in Ihren Anfängen, ich glaube, 500 Traummännlein, das wir alle kennen, und noch die ganzen Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Beeindrucken Sie eigentlich diese Zahlen selbst auch? Manchmal frage ich mich schon, wann hast du das gemacht? Also, das gibt schon so Momente, wo ich auch so zurückdenke und die Zeit vergeht ja so schnell. Und dann sagt man, wie bitte beeindrucken, wie soll ich sagen, ich habe einen solchen Schaffensdrang, ich kann einfach nicht anders. Das ist mein Leben, das ist mein Lebensgefühl. Mein Lebensgefühl ist es, etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, mir etwas auszudenken. Und jeder Tag, an dem ich mir nichts ausdenke, da fehlt mir etwas. Jetzt haben Sie immer wieder in Interviews gesagt, dass Sie nichts lieber machen, als sich Geschichten auszudenken. Mhm. Ich habe mich gefragt, schreiben Sie eigentlich auch gerne? Weil ausdenken ist ja das eine, aber das andere ist dann schon noch einmal hinsitzen und dann wirklich schreiben. Also beim Schreiben ist es so, das Hinsetzen ist schwierig. Die ersten Sätze sind meistens sehr mühsam, und ich muss jetzt ehrlich zugeben, das dauert oft 2, 3 Stunden, 4 Stunden, bis ich überhaupt einen Satz hinkriege. Mhm. Aber dann, wenn es einmal losgeht und wenn es einmal zu fließen beginnt, das ist schon wirklich, wirklich schön. Und solange es fließt, das ist toll. Und ich weiß, es gibt einen Punkt, da muss man dann einfach sagen, stopp. Wobei ich mir Tagesziele setze, 1000, 2000 Wörter, 3000 Wörter zu schreiben. Und das hilft auch. Jetzt haben Sie, ich glaube, mit 15 Ihren ersten Drehbuchpreis bekommen, mhm, ich glaube, für 5 Fernsehdrehbücher. Ja. Und Ihr Deutschlehrer hat Ihnen damals gesagt, das ist ganz toll, dass du das gewonnen hast, aber ich hoffe, beim nächsten Mal gewinnst du einen Preis für irgendwas Ordentliches. Ja. Das ist jetzt etwas, wo man vielleicht ein bisschen drüber schmunzelt, aber man spürt schon, dass Sie da sehr früh schon damit konfrontiert worden sind, dass der Weg, den Sie gehen möchten oder gehen werden, schon auch mit einer gewissen Art von Widerstand, von Gegenwind geprägt sein wird. Ich bin belächelt worden, ich bin nicht ernst geworden, und was der Deutschlehrer damals gesagt hat, das hat mich gekränkt. Mhm. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich dazu sagen, auch Journalisten fragen mich, oder mittlerweile nicht mehr, aber haben mich früher gefragt, na, schreiben Sie auch einmal ein richtiges Buch. Und damit, mhm, haben Sie gemeint, ein Buch für Erwachsene. Mhm. Ich muss jetzt dazu sagen, das zeigt ein bisschen, wie Kinder gesehen werden und vor allem in unseren Breiten gesehen werden. Das ist in Skandinavien völlig anders, das ist in England völlig anders. Mhm. Schade, ja, zum Glück habe ich es geschafft, mich darüber hinwegzusetzen, sagen wir so. Es, mhm, war nicht immer einfach. Aber gerade dieser Satz von dem Deutschlehrer, da erinnern Sie sich heute schon noch sehr gut daran, auch dass Sie zum Beispiel nicht einmal für diesen Erfolg im Jahresbericht erwähnt worden sind. Das bleibt schon, oder? Ja, natürlich, das hat mich gekränkt, und es war traurig und es war schade. Aber ich muss jetzt dazu sagen, solche Sachen lösen ja auch was Positives aus. Und, mhm, ich versuche ja immer,
bei vielen Dingen, die passieren, die Kraft aufzubringen, mich dann zu fragen, wofür war es gut? Gut war es dafür, dass in mir eine Stimme gesagt hat, und du wirst es allen zeigen. Gut, das ist eine gute Triebfeder manchmal. Das ist ein gewisser positiver Widerstand, oder? Allen das zu zeigen, die mich jetzt da belächeln die ganze Zeit. Ja, aber die Triebkraft ist, dass ich Geschichten erzählen will. Ohne den ging es nicht. Das ist das Wichtigste. Das ist etwas, was ich bei Ihnen wirklich ganz, ganz erstaunlich finde, dass Sie es auf irgendeine magische Art und Weise geschafft haben, sich einfach über die Jahre nicht entmutigen zu lassen. Also wenn Sie sagen, Sie sind belächelt worden, dann kommen Leute, die sagen, ach Gott, der Breziner schreibt die Bücher eh nicht selber. Wie schafft man das, dass man da einfach nicht dran zerbricht? Das finde ich wirklich eine spannende Frage. Wenn mir jemand vorwirft, dass ich die Bücher nicht selber schreibe, dann gehe ich rechtlich dagegen vor. Da kenne ich kein Pardon. Mussten Sie das schon mal machen? Ja, natürlich. Und das ist sehr schnell geregelt meistens. Weil das finde ich einfach respektlos und das finde ich auch gemein. Das lasse ich mir nicht gefallen. Bei vielen anderen Dingen, wie soll ich sagen, die Begeisterung, die ich erlebt habe, bei den Menschen, für die ich arbeite, das ist die größte Triebfeder, die man haben kann. Heute sind viele davon erwachsen und drücken mir aus, was die Geschichten für sie bedeutet haben. Aber selbst Kinder, die mir heute nach wie vor begegnen, die noch immer lesen oder auch im Fernsehen sehen, was mir entgegenkommt, das ist der höchste Preis, den man haben kann. Aber das ist schon ein Talent, das so zu sehen, das muss ich schon sagen. Also dass Sie tun so, als wäre das eh nix sozusagen, aber das ist, glaube ich, schon wirklich eine Kraft, die man aufwenden muss, um es dann wirklich positiv zu sehen und um die guten Dinge zu sehen und die größer werden zu lassen, als die vielleicht, die nicht so gut sind, die Sachen. In der Anfangszeit war es so, dass mein Vater, der war Radiologe, war ein sehr erfolgreicher Arzt, immer zu mir gesagt hat, was immer du im Leben tust, tu es, weil es dich begeistert und weil du es gerne tust. Alles andere folgt. Und er hat vollkommen recht gehabt. Er hat mir immer zugesprochen. Auch wenn ich alles anders im Leben gemacht habe, als er es eigentlich für mich geplant hatte oder gewollt hätte. Also das war eine Riesenunterstützung. Und später natürlich ist schon dazu gekommen, dass ich mit dem, was ich getan habe, Erfolg gehabt habe. Ja, das ist ja auch eine große Triebfeder und zeigt einem ja auch, ja, du bist auf der richtigen Spur. Und dann ist es so, ich will mit meinen Geschichten Menschen erreichen, ganz besonders Kinder erreichen. Und wenn ich sehe, dass ich das schaffe, dann ist das gut. Ich bin wie ein mittelalterlicher Geschichtenerzähler, passt hier ins Schloss. Der hat sich hingesetzt, hat seine Geschichten erzählt und wenn die Augen geleuchtet haben, hat er weitererzählt. Wenn ich schreibe, stelle ich mir vor, ich würde das Kindern vorlesen und frage mich immer, würden die mir jetzt gespannt zuhören, ja oder nein? Was ich mich immer gefragt habe, wenn man sich diese Menge an Literatur ansieht, die Sie geschrieben haben schon, kennen Sie eigentlich so etwas wie Selbstzweifel? Weil ich habe mir gedacht, das soll jetzt gar nicht frech wirken, ich habe mir gedacht, wenn man so viel schreibt, 550 Bücher, dann kann es ja eigentlich nicht 1000 Bücher gegeben haben, von denen Sie die Hälfte verworfen haben, weil Sie sagen, da war ich nicht zufrieden damit. Ist das eine Kategorie für Sie? Weil eigentlich, es muss doch jeder Satz, den Sie geschrieben haben, gedruckt worden sein. Nein. Nicht? Also es sind viele Bücher weg, also nicht veröffentlicht worden. Ich habe vieles, was ich gemacht habe, weggeworfen. Ich schreibe ungefähr ein Drittel mehr, als veröffentlicht wird. Ich lösche sehr, sehr viel wieder weg. Ich kürze sehr, sehr viel wieder raus im Überarbeiten. Und das mit dem Zweifel, ich habe bis heute Zweifel. Und das Beruhigendste, was es für mich gibt, ist, ich lese sehr viele Biografien. Wenn ich lese, wie viele Schriftsteller in der Früh aufstehen und sagen, irgendwann wird einer draufkommen, dass ich es eigentlich nicht kann. Und dieser Satz ist mir wohl bekannt. Wirklich? Ja, absolut. Natürlich. Aber wenn man so viel Erfolg hat, werden die Zweifel dann eigentlich dadurch ein bisschen schwächer oder werden die eher stärker? Die werden mit der Zeit eher stärker, weil man sich immer fragt, wird mir weiter was einfallen, werde ich das oder jenes wieder schaffen können. Erfolg ist etwas Wunderbares, wenn man es schafft, davon Distanz zu nehmen und frei weiterzuschaffen und nicht zu glauben, man muss das Gleiche noch einmal erreichen. Dieser Druck ist höllisch. Gott sei Dank, von dem habe ich mich befreit. Wird mir weiterhin was einfallen? Glauben Sie, ist das wirklich so ein Prozess, dass einem wirklich immer etwas Neues einfallen wird oder kommt irgendwann der Moment, wo man einfach leer ist? Naja, dazu muss man achten, dass man die Batterien ständig auflädt. Und darauf achte ich einfach sehr, indem ich sehr bewusst lebe. Ich lebe ja sehr zurückgezogen. Das heißt, ich treffe mich mit Menschen,
wo immer ein sehr interessanter Austausch da ist. Das ist mir sehr wichtig. Ich lebe einen Teil des Jahres in London, wo ich ständig ins Theater gehe. Das ist für mich eine der größten Quellen an Inspiration, auch so an Fortbildung im Charakterzeichnung, mhm. Storytelling und so weiter. Ich gehe irrsinnig viel in Museen. Ich lese sehr, sehr viel, kreuz und quer, alles Mögliche. Ich setze mich sehr mit Leuten auseinander, die auch kreativ arbeiten, um immer wieder zu schauen, wie machen die das? Und meine großen Vorbilder sind ein Gottfried Kumpf, der österreichische Maler, der jeden Tag um 5 in der Früh aufsteht, nach wie vor und arbeitet. Ich hatte das große Vergnügen, einmal den Arthur Miller kennenzulernen. Mhm. Naja, wie man weiß, hat der auch in späteren Jahren noch jedes Jahr ein Theaterstück gemacht und mit Freude gesagt, und noch immer laufen sie am Broadway. Das sind die Leute, das muss man sich als Vorbild nehmen. Und ärgert man sich eigentlich, dass man vor, ich sage jetzt, von 15, 20 Jahren nicht die Idee von so einem kleinen Zauberlehrling hatte, den man dann eventuell Harry Potter hätte nennen können? Denkt man sich, ah, warum ist mir das nicht eingefallen? Ja, ich glaube, das denkt sich jeder, sage ich ganz ehrlich. Also, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, Hermann Hesse hat das gesagt. Am Ende des Tages geht es immer darum, habe ich voll ausgedrückt, was ich ausdrücken kann, wer ich bin. Mhm. Und die Frage stelle ich mir schon immer wieder. Bin ich wirklich voll ich selber gewesen? Habe ich voll das ausgedrückt und gegeben, was ich geben kann? Aber es ist schon eine Lebensfrage, muss ich sagen. Also wenn man sich wirklich fragt, bin ich immer der gewesen, der ich bin? Habe ich immer mich selbst ausgedrückt in dem, wie ich bin? Das ist schon viel Beschäftigung mit sich selbst, um das überhaupt herauszufinden. Ja, ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass man das auch tun sollte. Tut das Schreiben das für einen ein bisschen? Oder ist das eher eine Beschäftigung, die man wirklich für sich selbst machen muss, mit sich selbst, im Dialog mit sich selbst? Nein, das ist etwas, was man mit sich selbst macht. Und das Schreiben, das Kreieren, das Arbeiten und so weiter, das fließt ja alles bei mir ineinander. Aber man geht ja durch verschiedene Phasen im Leben. Ich bin mittlerweile 54, ich bin ja nicht mehr 20. Und da beschäftigen einen verschiedene Themen. Aber dieses, habe ich wirklich gegeben, was ich geben kann, voll geben. Und ich möchte gerne geben. Und damit begeistern und faszinieren. Habe ich das voll gemacht oder ist da noch etwas? Was kann ich anders ausdrücken und so? Also ich halte das für eine ganz wichtige Frage. Schreiben Sie eigentlich auch unter Pseudonym? Weil Stephen King oder J.K. Rowling haben Sie auch versucht zumindest. Darüber möchte ich nicht so viel reden. Okay, dann muss ich jetzt leider nachfragen. Das heißt, es könnte sein, dass es zum Beispiel in London ein Theaterstück gibt, das Sie geschrieben haben. Aber wo nicht Thomas Brezina. Das wäre toll, aber das ist nicht der Fall. Also wenn, dann reden wir von Büchern. Ja. Und sind Sie zufrieden mit dem, wie soll ich sagen, mit der Resonanz, die kommt, wenn es ein Buch ist, wo nicht Thomas Brezina draufsteht? Ja, das ist völlig in Ordnung, weil ich was ausprobieren kann. Und das wollte ich fragen, also was ist da der Reiz daran? Ist es zu schauen, ob der Name selber mittlerweile die Einspielergebnisse bringt oder ob man einfach literarisch etwas, eine neue Form ausprobieren kann, um zu schauen, wie kommt das jetzt an? Mit einem bestimmten Namen wirst du auf bestimmte Art und Weise gesehen. Mhm. Wenn du etwas anderes machen möchtest, vielleicht auch deutlich anderes machen möchtest, dann funktioniert das nicht. Darum geht's. Und das ist alles, was Sie sagen möchten dazu. Genau. Sehr schade. Sie haben immer wieder sehr offen darüber gesprochen, dass Sie in Ihrer Kindheit sich selber auch ein bisschen als einen Außenseiter eher gesehen haben. Sie haben sich sehr für das Puppentheater interessiert und zwar stärker als für Fußball oder für Autos zum Beispiel. Und Sie waren auch ein bisschen übergewichtig und man hat es einfach schwieriger gehabt, in so einer Gemeinschaft einen Fuß zu fassen. Das ist schon etwas, das einen irgendwie in gewisser Weise schon begleitet, oder? Das schließt man nicht ab. Das ist schon etwas, das hat man schon in sich, oder? Das Gefühl. Das Gefühl hat man in sich und das halte ich auch für sehr gut. Und ich habe einen Vorteil, ich habe eine Theorie, die da lautet, bei vielen Menschen geht so mit 18, 19 oder so geht so ein Rollbalken runter. Dann sieht man vieles sehr verklärt aus seiner Kindheit oder auch aus seiner Jugend. Also so die lustigen Sachen und da waren wir so tolle Kerle und so weiter. Und die schmerzhafteren Sachen werden verdrängt. Und das ist bei mir nicht passiert. Der Rollbalken ist nicht runtergegangen, das heißt, ich sehe ungefiltert die verschiedenen Seiten. Und
das, was für mich schwierig war, auch dieses anders zu sein und Freude daran zu haben, etwas anders zu machen, so was wie eben meine Begeisterung für Puppentheater, während alle anderen Fußball gespielt haben, und eben da belächelt zu werden, ja, das bleibt. Und aus diesem Grund mache ich ja allen immer Mut oder versuche ich auch Mut zu machen, auch in den Geschichten, ohne dass das jetzt vom Kopf gesteuert wird in die Hände, sondern das kommt aus mir heraus. Geh deinen Weg, glaub daran, was du tun kannst. Aber wenn man gerade für Kinder Bücher schreibt, die man ermutigen möchte, ist da auch vielleicht ein bisschen so ein Moment dabei, dass man in diesen Kindern eigentlich sich selbst den Mut geben möchte, den man damals vielleicht nicht hatte oder nicht bekommen hat? Ich glaube, ich habe viele Bücher geschrieben für mich als Kind. Also die für mich bestimmt gewesen wären als Kind. Ja. Ich glaube, das habe ich absolut gemacht. Das Glück ist, dass es offensichtlich viele andere auch anspricht. Haben Sie eigentlich das Gefühl, mittlerweile die Anerkennung zu bekommen, die Sie für sich vorgesehen haben? Ach, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe dazu kein Bild, was mir zusteht oder nicht zusteht. Auch kein Gefühl, kein Inneres, wo man sagt, also dass das... Es hat mich vor vielen Jahren, aber das liegt jetzt schon wirklich zurück, 15 Jahre oder so, vielleicht noch länger, war es so, dass ich mir manchmal gedacht habe, warum verstehen manche Leute nicht oder sehen nicht ganz, was ich da tue? Warum wird das oft nur in Zahlen gemessen oder so, was mich wirklich immer gestört hat? Warum sieht niemand, was ich damit ausdrücken möchte, was ich Kindern auch damit geben möchte? Das ist heute aber ganz anders. Das hat sich sehr gewandelt. Und ich war jetzt vor 1,5 Jahren in China wieder, wo meine Bücher gerade neu herauskommen eben. Und wenn man dann dort sitzt und dann stehen 20, 21-Jährige vor einem und ich signiere das Buch und sie sagen, danke für eine schöne Kindheit, es gibt keine höhere Auszeichnung. Es kann nichts Höheres auf dieser Welt geben. Und dahinter kommt ein Kind, das wieder zu lesen beginnt. Dafür kann ich immer nur sagen, danke. Das mache ich übrigens. Jeden Abend denke ich über 3 Sachen nach, zu denen ich Danke sagen kann. Es gibt ein Interview aus dem Jahr 1993 oder einen Artikel und da steht, seine Lieblingsautorin ist Rosamund Pilcher, sein Lieblingswort ist nett. Und da habe ich mich gefragt, hat sich das geändert? Also, die Rosamund Pilcher halte ich nach wie vor für eine Autorin, die eben auch so belächelt worden ist und so als Hausfrau und Kitsch und das hat mir noch alles an den Kopf geworfen. Die hat sich Gott sei Dank relativ wenig darum gekümmert und hat unglaublich viele Menschen mit ihren Geschichten sehr positiv berührt. Und das hat mich immer sehr beeindruckt und dazu stehe ich. Nett, also ich glaube, muss jetzt ganz ehrlich sagen, das Wort nett, ich glaube weder, dass es in meinem Sprachschatz so ist. Das Schlimmste wäre für mich, wenn jemand über eine Geschichte oder irgendetwas, was ich gemacht habe, sagt, oh, das war nett. Das war nett. Das war das Schlimmste. Jetzt möchte ich Sie noch etwas fragen. Ich habe bei der Vorbereitung auf unser Interview gelesen, dass Sie im letzten Juni geheiratet haben sollen. Darf ich Sie das fragen? Darf ich danach fragen? Oder eher ja, nicht? Das stimmt. Sie leben ja, wie Sie schon erwähnt haben, sehr, sehr zurückgezogen grundsätzlich und auch, hat sicher auch einen Grund, warum wahrscheinlich immer mehr in London. Ja. Ist das auch ein gewisser Schutz, den man sich dann doch auch aufbaut? Naja, es war so, London ist mehr gekommen, weil ich einen Ort gebraucht habe, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich ja, mehr Ruhe habe einfach rund um mich. Und auf der anderen Seite Inspiration. Das ist der Grund, warum ich lange Zeit viel in London gelebt habe. Mittlerweile bin ich auch wieder mehr in Österreich, weil ich auch hier sehr, sehr viel zu tun habe. Und das habe ich einfach gebraucht. Und darf ich Sie zur Hochzeit noch etwas fragen oder ist das mit dem Jahr dann für Sie erledigt, das Thema selber, des Privaten? Was wollen Sie fragen? Sie sind mit einem Mann verheiratet. Ja. Ich finde das ganz großartig, dass Sie das sagen gerade. Wie soll ich sagen, es gibt einfach einen Bereich. Thomas Brezina mit den Büchern gehört allen, gehört den Kindern jederzeit, aber es gibt dann doch den Bereich, der gehört nur Ihnen und da, das möchten Sie auch so belassen sozusagen. Ich hätte kann ich das nicht so besser sagen können. Nein, natürlich. Es gibt ein Privatleben und es gibt ein Leben, das gehört mir. Und wieder zum Beruflichen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass es jetzt, das war ja meine Kindheit, Tom Turbo und die Knickerbocker Bande. Und es gibt jetzt ein neues Projekt mit der Knickerbocker Bande und zwar, wie die erwachsen geworden sind oder wie sie erwachsen sind. Ja, das ist eines der spannendsten Projekte, das ich derzeit habe. Mir spukt seit langem im Kopf herum,
ein Buch zu schreiben für Erwachsene eben, für frühere Knickerbocker-Leser, die Knickerbocker-Bande 20 Jahre später. Und die werden in ein neues Abenteuer verwickelt, aber man erfährt dann auch manches aus ihrer Zeit damals, was man noch nicht weiß und auch Verbindungen zwischen den Figuren, wo ich oft gefragt wurde, warum nicht dies oder jenes passiert. Da könnte sich auch einiges entwickeln. Sehr spannend. Lieber Herr Breziner, was wünsche ich Ihnen? Mir? Ja. Was kann man mir wünschen? Ideen, offene Augen, interessante Menschen, die mir begegnen und genug Sitzfleisch und Geduld, dann alles aufzuschreiben. Dann wünsche ich Ihnen Ideen, offene Augen und tolle Menschen und dass Sie genug Sitzfleisch haben, um das alles aufzuschreiben. Lieber Thomas Breziner, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.